Wir sind hier in Köngen in der Nürtinger Straße bei einem Betrieb, der Produkte für die Wasseraufbereitung von Schwimmbädern produziert und wurden hier heute Nacht um 3.36 Uhr zu einem Brandmeldealarm alarmiert. Wir haben vor Ort zunächst in dem betroffenen Bereich, wo die Meldung eingegangen war, keine Feststellung treffen können. Dann im Außenbereich, im Bereich einer Lüftung, eine leichte Rauchentwicklung und haben daraufhin dann das komplette Gebäude erkundet. Und eben mit der Kenntnis, dass hier chemische Produkte verarbeitet werden, die Messkomponente des Landkreises Esslingen nachalarmiert, sowie den Fachberater Chemie. Also in Absprache mit der Messkomponente wurden dann im Umfeld Messungen durchgeführt und auch im Gebäude. Das Gebäude wurde komplett noch einmal erkundet und es konnte dann im Weiteren lokalisiert werden, wo der Schadstoffaustritt herkommt. Handelt sich da um einen Reststoffbehälter, in dem Reststoffe gesammelt wurden und hier kam es wohl dann zu einer chemischen Reaktion. Diese war dann aber bis zum Abschluss der intensiven Erkundung von selbst bereits komplett abgelaufen, sodass wir im Anschluss dann nach weiteren Messungen das Havariegut dann aus dem Gebäude entfernen und in ein sicheres Überfass bringen konnten. Also bei der chemischen Reaktion haben sich chlorhaltige Gase entwickelt. Welche Stoffe jetzt genau hier miteinander reagiert haben, lässt sich jetzt im Nachhinein nicht mehr nachvollziehen. Also es wurden im Umfeld Messungen mit Messgeräten der Feuerwehr durchgeführt, im Inneren dann mit Schutzanzügen in den Bereichen, die eben klar sicher zugänglich waren. Und so wurde das Gebäude dann sukzessive mit Messgeräten begangen. Ja. Da ist nachts kein Betrieb, also die Spätschicht endet hier ca. 23 Uhr und wie gesagt, nachts ist kein Betrieb und wir wurden dann gegen halb vier alarmiert. Also es gab beim Öffnen des Gebäudes einen kurzen Austritt, aber die Messergebnisse haben jetzt keine Gefahr für die Bevölkerung ergeben. Die Feuerwehr Köngen war mit 6 Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften hier an der Einsatzstelle. Zusätzlich war noch die Messkomponente des Landkreises mit 3 Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften sowie dem Fachberater Chemie hier an der Einsatzstelle und weitere Kräfte noch der Polizei.